Ja, und Anne Arendt ist uns zugeschaltet aus der Medina, der historischen Altstadt Marrakeschs. Frau Arendt, es war das schwerste Erdbeben, das Marokko seit mehr als 60 Jahren erlebt hat. Tag 3 nach dem Beben. Wie ist die Situation vor Ort? Das kann man eigentlich gar nicht so allgemein beantworten. Also hier in Marrakesch, in der Medina, in der wir jetzt gerade stehen, da geht schon der Alltag wieder los. Wir sehen auch schon wieder Touristen. Aber dennoch ist die Stimmung bedrückend. Und auch hier in der Stadt haben immer noch viele Menschen die Nacht im Freien verbracht, weil sie Angst haben, in ihre Häuser zurückzukehren. Man sieht das hier vielleicht auch in der Medina. Die Häuser sind ja sehr traditionell gebaut und nicht besonders erdbebensicher. Und im Falle einer Gefahr ist es auch schwierig zu entkommen. Noch viel schlimmer allerdings, das muss man ganz klar sagen, ist die Situation weiter oben im Atlasgebirge. Dort sind die Menschen wirklich verzweifelt. Es kommt kaum Hilfe oder zumindest keine professionelle Hilfe an. Und dort klagen sie ganz offen die Behörden an. Was ist in Marokko relativ selten. Sie verstehen nicht, warum das so lange dauert. Warum, wenn sie die Rettungsdienste oder die Polizei rufen, sie zu hören bekommen, ihr seid doch nicht die Einzigen. Warum das so lange dauert, könnte vielleicht auch einen Hintergrund da haben, dass Länder, die Hilfe angeboten haben, zum Beispiel darunter Deutschland, hören wir, dass das technische Hilfswerk seine bereitgestellten Mitarbeiter erstmal wieder nach Hause schickt. Woran liegt es denn? Ja, also es gibt sicherlich mehrere Gründe dafür. Es gibt auch viele Spekulationen darüber. Eine offizielle Erklärung, die lautet, dass Marokko erst einmal prüfen wolle oder wollte, wo denn genau der Bedarf ist, bevor sie die internationalen Hilfsangebote dann auch, bevor sie darauf eingehen. Das stößt hier natürlich auf Unverständnis. Und diese Prüfungsphase, dieses Evaluiering, wie Sie es hier nennen, mein Eindruck ist, dass das natürlich unglaublich viel Zeit kostet. Zeit, die jetzt sehr, sehr kostbar ist. Wenn man muss sich überlegen, dass Zeitfenster, so schlimm es klingt, das schließt sich langsam. Experten gehen davon aus, dass man nach einem Erdbeben ungefähr 72 Stunden noch eine Chance hat, Verschüttete lebend zu bergen. Und das wäre bis heute Abend. Und was hören Sie aus dem Epizentrum des Bebens, etwa 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch, also im Atlasgebirge? Wie laufen da die Hilfsarbeiten? Wir haben eben im Beitrag einen Mann gehört, der sagt, er wartet auf Hilfe. Sie haben das auch gesagt. Haben Sie irgendwelche Nachrichten, wie es dort vorangeht? Na, wir waren ja gestern auch in einem der Dörfer relativ weit oben. Das ist nur über Schotterpisten zu erreichen. Das ist sehr mühsam, dorthin zu kommen. Es sind enge Straßen, aber auch wir konnten dorthin kommen. Nur Rettungskräfte sind in dieses Dorf noch gar nicht gekommen. Die Leute, es sind viele Häuser eingestürzt und die Bewohner kampieren auf den Feldern in improvisierten Unterkünften aus Zelten und aus Ästen gezimmert. Und darunter sind auch viele Verletzte, viele Frauen und viele Kinder, die dringend ärztliche Hilfe brauchen und nicht verstehen, warum niemand ankommt. Auf der anderen Seite sehen wir ganz viele Freiwillige, die sich nämlich mit ihren Privatautos dorthin durchschlagen und zumindest Nahrung bringen und Wasser, was in dieser Region allmählich knapp wird. Also durchaus ein ganz unterschiedliches Bild in Marrakesch selbst und dann im Atlasgebirge. Jetzt ist ja so Spätsommer auch immer noch eine wichtige touristische Saison für Marokko. Vielleicht noch mal Ihre Eindrücke. Wie geht es weiter? Ja, zumindest in Marrakesch versucht man da quasi normal weiterzumachen und irgendwie auch den Tourismus am Laufen zu halten. Wie sind Ihre Eindrücke? Tatsächlich, heute Morgen kamen mehrere Leute vorbei und sagten zu uns, berichtet darüber, dass man nach Marrakesch reisen kann. Die Touristen haben Angst, nach Marokko zu kommen. Das muss nicht sein. Es ist doch tatsächlich so, wir sind hier unterwegs. Es haben einige Läden vielleicht geschlossen, aber auf dem Markt und so weiter. Das kann man sich alles ganz normal anschauen. Es gibt einige Gassen, wo noch Schäden zu sehen sind. Aber ansonsten laufen hier natürlich die Aufräumarbeiten. Was vielleicht noch wichtig ist zu wissen, die Krankenhäuser, alles was die ärztliche Versorgung angeht, die sind natürlich momentan völlig überlastet. Anne Arendt war das aus der Medina in Marrakesch. Herzlichen Dank für Ihre Eindrücke.